Und herzlich willkommen zurück bei den Noob Gamers. Wie ihr es wahrscheinlich schon aus unserer Schedule erfahren habt, heute spielen wir Far Cry 5 im Koop weiter. Der Petala ist am Start und der Yumi. Mahlzeit. So. Ich freue mich. Ich mir auch. Ich habe den ganzen Tag mich schon auf dieses Game gefreut. Wa? Ich auch. Also, ich habe schon was Lustiges rausgefunden. Na? Eine Hirschhaut kostet 180 Dollar. Mhm. Und eine Bärhaut, ja, an dem du mindestens zwei Magazine verschießt, kostet 185. Also lohnt sich nicht. Okay, gut zu wissen. Aber der Puma ist mit 225 Spitzenreiter. So, ich würde mir gerne ein Scharfschützengewehr kaufen, aber solange, nein, wie ich... Du brauchst, glaube ich, 10 Punkte. Warte mal, wo ist denn das? Achso, hier, wenn du Map aufmachst, dann hast du oben ja diese Vorteile. Ja. In der Mitte. Ja, wobei ich auch gerade sehe, man kann hier die AK auch noch... anpassen. Was? Also man kann sich hier Visiere kaufen. Hast du schon Visier gekauft? Nö. Oh, nee. Ich aber. Ach, jetzt dann noch nicht. Doch. Rotpunkt. Optisch. Scharfschützvisier. Oh. Mit einer AK? Naja. Taktische Visier. M249. Warte, ey, für tolle Sachen. Erweitertes Magazin, das ist auch genau das, was ich brauche. Bei meiner Trophäenhauigkeit. Und da war das nicht? Unter Munition oder was? Nee, wenn du auf die Waffe gehst und dann rechtsklick. Genau. Ist auf die Waffe, okay. machst du Rechtsklick, doch? Na, wo denn auf die Waffe? Also im... Na, im Laden, sorry, natürlich, klar. Und dann bei Waffen? Genau. Und dann gehst du auf die Waffe, die du hast, und machst darauf einen Rechtsklick. Ach so, Tab, Details ein und aus. Ah ja. Übrigens, ich habe auch was rausgefunden. Ja. Wo bist du? Immer noch hier. Komm mal raus. Zack, zwischen die Beine. Tanz für mich. Hilfe. Wo ist meine Schaufel? Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du diese elenden Kultisten losgeworden bist. Okay, hier noch rum, ihr Albert. Jetzt geht's los. So, wo geht's denn hin? Führer, mein Führer. Na, keine Ahnung. Du, du bist du der fährst. Boss. Du bist Anführer. Du fährst. Oh, geile Karre. Ich bin bist du dir sicher, dass ich fahren soll? Ja. So. Und wir fahren Richtung, einmal eine 180-Grad-Wendung, bitte. Also du kannst mir auch einen Wegpunkt setzen, ne? Endlich sind diese Bastarde vom Kult losgeworden. Ich überlege gerade bloß, wo ich die hinsetze. Dad sieht gut aus. Nee, halt, das ist falsch. Umdrehen! Ach. Warte mal. Nee, obwohl, nee. Wo ist denn die Brücke? Doch, nee, ist doch richtig. Alles gut. Dein Ernst? Ja, ja. Wir wollten noch Bären jagen gehen. Hast du gehört, wie ich die Handbremse angezogen habe? Ach du Scheiße. Die Kirche kämpft nicht gern. Huch, eine Geisel! Oh. Warum fährt das Auto von alleine? Ach so, wegen der Fahrhilfe. Deswegen. Können wir die anheuern? Nee, wir können nur eine Dreierparty machen. Bedien dich, wenn du da reinkommst.
Was? Vorräte? Uns nutzen die Vorräte alle nicht. Wir brauchen mehr Platz erstmal. Wir brauchen diese Vorteilspunkte. Genau. So, also. Wir machen jetzt die Bärenjagen-Quest. Und unterwegs halten wir für alle Geiseln etc. an. Hilfe, Hilfe! Irgendwas schießt auf mich. Der Truck? Na, aussteigen! Wir machen alle Platz, was unterwegs ist. Das ging gar nicht. Alter, hier ist irgendwo ein Scharfschütze. Ja. Drücke vor! Deck mich! Ist der links oder rechts? Ja, rechts, glaube ich, ne? Da kommen schon wieder die nächsten. Gib mir Deckung! Ah! Kacke! Oh oh, da kommt schon wieder der nächste. Anhalten! Flammenwerfer? Nee, ich hab meine Knarre irgendwo. Hilfe! Dann sind wir alle am Arsch. Yippie, yippie, ja, ja. So, weiter, oder? Keine Angst, ich weiß ja nicht. Haben wir hier noch was zum Plündern? Na, Flammenwerfer. Ja, hier liegt noch eine Schrotflinte. Aber wie gesagt, wir brauchen hier erstmal einen zusätzlichen Waffenslot. Jo. Transformieren und ausrücken. Was, transformieren? Hat sie gesagt. Sind da keine Transformers? Da hinten sind schon wieder welche. Wir dürfen nicht zulassen, dass Johns Schlägertruppe einfach so alle ausraubt. Oh, Hirsch. $180 Ritter. Oh, das sind Fänge. Da ist ein Faggy! Der brennt. Was? Ich glaube, da war noch was. Man durfte die mit dem Flammenwerfer nicht umfahren. Oh, nö. Ich hab grad nach hinten geguckt, ich hab ja nicht mitgekriegt. Oh, Noob. Noob! Absolut! Und dazu stehe ich. Noob for life. Noob Boys, Noob Boys. What you gonna do? Das ist, hier sind doch schon ein ganzes Stück gekommen. Wenn der nächste Nachbar 10 macht, ich gehe hier lang. Wir besorgen uns ein Auto. Du besorgst uns gleich schon mal wieder. So, komm jetzt, Bären jagen. Setzen wir die Sache mal in Bewegung. Zehn probiert. Die sitzen da drin, ja. Jojo. Du musst nochmal einen Wegpunkt setzen. Nee, der ist rechts. Rechts. Ah, ja, ja, ich sehe. Ja, ja, also.
Gut, jetzt aber hier straight. So, immer anhalten, ganz umfallen. Das war alle gut. Dadurch kriegen wir ja diese Vorteilspunkte etwa mehr. Echt? Naja, Züge. Alles klar, da halte ich bereit. Ich sehe was. Alter, von hinten waren ja auch zwei. Oh ne, ich hab eine Geisel erschossen. So kenne ich dich. Ja. Oh oh. Wir sagen, die Kultisten warnt. Und wer? Ne, was ist denn das? Ihm, Dachs! Ein Waschbär? Was war denn für ein verrücktes Vieh? Ein Vielfraß! Oh, da kommt ein Trigger! Da war der Trigger. Ich hoffe, da waren alle Gebete gesagt! Was? Alle Gebete die erzählt ein Scheiß. Keine Ahnung. So, jetzt hier, weiter. Ich bin da umgefahren. Bist du für ein Zivilist? Dann will die anderen Zivilisten rächen. Ich sitze mal hinten drauf. Gut, macht er das. Es braucht mehr, um mich aufzuhalten. Hast du das auch gerade gesehen? Nee. Da war ein hüpfender Quad. Scheiße! Ja, bis ich ausgestiegen bin, ist alles schon vorbei. Ich bin am Aussichtsturm einem Kerl begegnet, der meinte, er sei auf einer patriotischen Rundreise durch Amerika. Die Sekte schien ihm scheißegal zu sein. Aber wenn er nicht aufpasst, werden sie ihn schnappen. Gut, fahr du mal weiter. Warum? Ich muss eben mal ganz kurz AFK. Sie fährt. Danke, Jesus. Stirbst du? Wir werden sehen. Da liegt eine tote Kuh. Was genau ist passiert? Sie ist gefahren, aber sie hat sich geweigert, irgendwo anzuhalten, bis sie irgendwo rausscht ist. Und dann hatten wir hier ja alles am Start, was geht. Das arme Tier. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Gepard. Den glaub nicht. Ach nee, Wolf. Die Geisel wird vom Wolf angefallen. Ach, Scheiße.
Ich hätte doch das Scharfschützengewehr kaufen sollen. Ja. Zum Jagen? Wäre das ganz sinnvoll gewesen, wa? Jo. Oh oh, irgendwas beobachtet uns. Ach da. Ja, steck doch aus. Hier kommen aber echt viele von denen vorbei, ey. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. Ich habe gehört, dass John sich Hudson geschnappt hat. Das wird nicht gut für sie ausgehen. Sie braucht Hilfe. So, gut, wir müssen... Mary May aus False End. Ich wollte nur sagen, du machst echt verflucht gute Arbeit. Mal was gucken. Aber die Leute von Eden's Gate sind nicht von der Sorte, die einfach so Däumchen drehen. Wenn wir zuschlagen, schlagen sie mit voller Härte zurück. John wird versuchen, dich mit allem aufzuhalten, was er hat. Mit Helikoptern, mit bewaffneten Konvois. Shit! Wahrscheinlich sogar mit den Auserwählten, den Elite-Soldaten der Sekte. Die sind gefährlich. Pass bloß auf dich auf. Mach doch mal jemand diese scheiß Musik aus. Da hat er aber recht. Was denn? Was hat er gesagt? Scheiß Musik aus. Oh, ein bewaffneter Valley-Konvoi? Wollen wir uns den schnappen? Nee, nee, wir gehen jetzt erstmal Bären jagen, denke ich. Ja, okay, alles klar. Los, bin da. Ach so, jeder hat sein Auto. Da wusste sie jetzt ja nicht, wo sie hin soll. War ich das? Dann müssen wir einfach losgefahren. Ist okay, Baby? Hier sitzt du. Aber das wäre das Beste vom Dreck. Ja, hallo? Achso, ja, bist schon dran. Steck doch mal ein. Warum stecken die Trillen nicht ein? Ich weiß nicht. Roger, verstanden. Nee, nee. Verstehe. Mädchen, was ist jetzt los hier? Betty, sieh zu. Ich setz hier gerade irgendwie Wegmarken, aber eigentlich will ich irgendwie... Jetzt. Betty bleibt zurück. Wer zurückbleibt, wird zurückgelassen. So sieht's aus. Wir leben nach dem Kodex. Das Lustige war, wo du weg warst. Da ist sie ja rumgerannt und haben wir irgendwie da ein paar Leute rumgeballert. Wir sind da. Und sie schreit die ganze Zeit USA. Scheiße. Warum hält denn der nicht an? Ist das hier eigentlich die Farm, die wir schon befreit haben? Nee, ist das wohl nicht. Doch, eigentlich ja. Aber wir brauchen ein MG oder so. Nee, ich hab das mal erledigt, ja. War doch ganz einfach. Wir sind alle Schüler. Wir müssen dahinter, hinter der Farm müssen irgendwo Bären sein. Also den Wald hoch. Na, klick doch mal die Quest an. Ich weiß nicht, was da für eine Quest sind. Da. Hilfe mit den Bären. Ach, Bärenbedürfnisse. So. Du solltest den Widerstand unterstützen. Okay. Zwei Vorteilspunkte. Das ist schon mal cool. Du müsstest mal gucken. Wo schießt? Da vorne. Oh. Ich kann nicht so weit schießen, ich hab bloß eine Shotgun. Das hab ich nicht erwartet. Wieso hast du eine Shotgun? Weiß ich nicht, weil ich wieder irgendwie nicht hingeguckt habe, während ich die Waffe da gewechselt habe. Wir werden angegriffen. Oh. Ach du, jetzt ist ja ein VIP. Ich kann mal nicht am Leben, mein Freund. Wirklich? Ja, und die Troller würden mir helfen, aber ist auch in den Flammen gefangen.
Pass auf. Hm. Ja, warte lieber, bis das Feuer weg ist. Läuft schon wieder bei uns. Geht das Feuer dann weg? Nee. Komm, Junge. Danke. Aber das ist ein Platz. Da siehst du, ging doch. Hab gehört, du kämpfst gegen den Krüch. Ich muss mal hier nochmal Waffen kaufen. Waffen? Jo. Den Scharfschützen hier, sieht gut aus. Aber dann hast du aber keine richtige Wumme mehr. Ich hab Pistole, reicht. Ach, wo war denn hier nochmal der Tresor? Ich kann mir einen Tresor aufmachen. Echt? Wie kannst du das machen? Na, mit... Schweißen. Wie, du kannst schweißen? Du hast nicht her, das Schweißgerät. Na, das wollte ich dir vorhin erklären, da bist du mir ins Wort gefallen. Ich habe gesagt, wenn du die Map aufmachst, also wenn du Tab drückst, dann hast du in der Mitte diesen einen Stern, das nennt sich Vorteile. Und bei unter Vorteile kannst du Punkte vergeben. Vorteilspunkte. Und da findest du irgendwo, ich weiß nicht unter was das jetzt war. Menschlicher Fisch. Ja, aber hier, also ist denn hier nicht dann auch das, wo man zusätzliche Waffenslots freischalten kann? Ja. Und wo? Reisetasche? Hä? Und ich bin mir ja nicht sicher, ob ich hier, wenn ich dein Buddy bin in deinem Koop-Game, ob ich dann die Vorteilspunkte überhaupt kriege. Krieg die? Na, musst du doch da stehen haben, ob du schon was hast. Na, 6 habe ich. Wie viel hast du denn? 328? Nee, 8, glaube ich. Aber ich habe ja schon geschummelt. Ich habe ja vorhin schon Bären gejagt. Also doch. Na, habe ich doch dir erzählt, dass ich Bären jagt. Habe ich schon wieder vergessen. So, Werkzeug. Hier, Schweißenbrenner. Aber es gibt doch einen Skill, der heißt Schlossknacker. Warum hast du denn den nicht genommen? Weil der nicht zum Safe öffnen ist, sondern nur zum Schloss eröffnen. Alles klar. Und ich bin mehr so ein Safe-Typ. Weil da sind Silberbarren drin. Silberbarren. Aber bei mir nicht. Bei mir ist nur Kohle. Anyways. Wie viel Kohle war das? So. Bären jagen. Nee, Was? Natürlich. Ja, ja, doch gleich. Ich wollte hier jetzt nur mal noch... Munition? Was willst du? Das wäre schön doof, wenn ich das halt mache. Munition auffüllen. Ja, aber wo ist denn hier bei den Vorteils, Punkten, wo kann ich denn jetzt hier sozusagen den Waffenslot erhöhen? Na, irgendwo, warte mal, Munition, Pfeile, Munition. Hier, Zusatzholster. Wo ist nicht? Na, unter Reisetasche noch, den Reiter. Kostet 8. Ich hab 5. Ach, da. Und freigeschaltet ist es auch noch nicht, oder? Also, gut. Ja, okay. Schnell Quests machen. Ich wollte gerade sagen, lass mal gucken, ob ich hier Quest-Punkte bekomme oder nicht. Ja, mit Sicherheit, sonst hättest du ja noch keine Vorteilspunkte, oder? Ne, vielleicht habe ich die ja noch vom Anfang. Das wäre natürlich was. So, ich, wo bist du denn? Ich kraxel hier den Berg hoch. Da, wo bist du denn schon? Lass mich nicht alleine, Tropfsteinhöhle. Peterchen. Ja, Du musst den Rückzug decken. Ja, hier ist nämlich ein Bär hier unten. Oh ja. Huch! Was muss ich tun? Weg! Vieh! Und der blinkt komisch. Ran hier in E drücken.
Haut einsammeln. Wir können beide Haut einsammeln übrigens. Ui. Na, dann komme ich doch auch mal hin. Keine Munition mehr übrigens. So. Zwei Vorteilspunkte erhalten. Super. So, du hast Munition gekriegt. Ach, guck mal, was ist denn hier? Ja, aber nicht für meine Scharfschützen. Ja, nee. Dingsi-Bums. Also, was du auch tust, nicht schießen. Oh, oh, oh! Raus, raus, raus! Nicht da drin schießen! Nimm das! Und das, und das! So. So, ich dafür jetzt Vorteilspunkte gekriegt? Nee. Hast du dafür Vorteilspunkte bekommen? Nö. Denn war totaler Beschiss. Macht mir aber nicht. Ich kaufe den Zusatzholster. Hast du das schon? Jetzt ja. Boah, geil. Und jetzt geht's nämlich richtig ab. Wird von der Sekte gefoltert. Jemand muss diesen Schwein eine Lektion erteilen. Das bin wohl ich. Aber und du. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist denn hier eigentlich unser Dodge? Oder was auch immer wir da hatten. Na, pff, der ist schon längst hinüber. Hm. Also die werden, diese Fortschritte werden nicht... Dieser Schwein, oh, oh. Ist an. Wir werden angegriffen. Leute, das ist hier feines Land für euch. Ich muss noch mal kurz AFK. Gib mir Deckung! Du musst sterben! Baby. Ich möchte bitte, dass du hier runter zur Straße kommst. Weil? Na, weil wir jetzt weiterfahren. Übrigens, Joe guckt uns schon wieder zu, aber Joe kann nicht schreiben, weil er sein Login nicht bei hat. Also, ja, huhu, Joe. So. Ich decke dich! Wegpunkt. Wir nehmen jetzt die Kürbisfarm ein. Fährst du? Nee. Oh, Digga, ich hab gesagt, du sollst runterkommen. Ja, ich musste erstmal meine Waffen hier aufladen. Ja. Das Problem ist, die Truller, die fährt immer, wenn sie denkt, das macht keiner was. Wenn man einen Wegpunkt setzt. Dann setzt einfach keinen Wegpunkt. Wo bist du denn jetzt? Ja, ich dachte doch, du bist schon längst im Auto. Du sollst nicht denken. Du bist nicht, ja, hier, um zu denken, Straße, du bist runter. Hier, um zu lenken. Ja, los, komm jetzt endlich die Straße weitergelaufen. Hier hinten Steg. Huhu. Guck,
einfach mal zur Straße. Hey, ich weiß doch, wo du stehst. Ich bin doch schon auf dem Weg. Boah. Ja, deshalb da, ich will mit der Karre fahren, deshalb wird es herkommen. Los, jetzt sind jeden auf dem Fahrersitz. Ja, aber wo müssen wir hin? Und an den Radiosender. Ich hab einen Hirscherleg. Kann ich die Augen noch schnell einsammeln? Ich hab gehört, John will. Das ist Kohle, Digga. Das kann nicht gut sein. Wo denn? Hier. Ich gehe hier lang. Boah, ein Köder, Köder gab's auch. Genau. Den ausgewichen bin. Hammergeil. So, können wir jetzt, wo fahren wir jetzt hin? Was ist der Plan? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Wir haben keine Quest aktiv. Ja. Doch, oder? Hab ich doch. Kürbis fahren. Kann ich schon losfahren? Losfahren? Und? Bist du auf dem Falschen? Ich geh's an. Oh, oh. Viel Glück bei diesem ewigen Leben! Nein! Was denn? Gerechtigkeit im Montana-Style! Ich hab die nicht erschossen. Da bist du ja! Alter, wie soll der weggehen? Jetzt kriegen wir Gesellschaft. Wo denn? Weiß ich gar nicht. Leck mich! Da bist du! Nee, sie fährt jetzt! Ich passe auf dich auf. Bist du ausgestiegen? Steig mal aus. Ja, bin ich. Gib dir doch mal einen Befehl. Wie kann man dir denn einen Befehl geben? Ich tu mein Bestes. Ja, dann fährst du aber mit dem Auto hier hin. Huch. Ja, aussteigen. Macht's ja nicht. Oh. Wer ist denn das gemacht? Ich hab einfach hier gedrückt und dann stand da Beschlagnahmen. Ich höre was. So, jetzt aber du hinten drauf. Jawohl. Ich bin sie. Pass auf mich auf. Steigt sie ein? Gut, ich fahr jetzt los. Naja, sie kann den Rückzug geben. Junge, Fräulein hat Probleme, oder? Ja, das ist... Hat das nicht für eine Wegpunktmarke? Ich weiß nicht, welche du da gesetzt hast, aber ich fahr einfach da mal hin. Ja, da hätten wir 50 mal den Das ist die Kürbisfahrt hier. Bisschen langsamer. Hoch? Hallo? Ja. Ich hab ein Leck und zwar ein richtig derbet. Ist abgestürzt. Nein! Ja, ernsthaft? Leute, so was kann auch passieren. Was ist denn mit dir jetzt nicht in Ordnung? Ich weiß es nicht. Das Leben hasst mich. Muss ich dich jetzt nochmal neu inviten? Nee, ich hoffe nicht. Ich glaube, das war ja Joe zuguckt. Und wir spielen kurze Werbung. Und schon sind wir wieder da. Dreck auch noch nicht gehabt. Einfach abgestürzt. Na, bist du jetzt bei mir wieder im Game? Na, noch Leder. Hm.
nicht so aus. Kannst du mich nicht einfach irgendwie dazu holen? Nee, ich glaube nicht, weiß ich nicht. Babyparty? Macht er natürlich nicht. Macht er natürlich nicht. Warum nicht? Wenn nicht mach. Muss halt raus aus Game. Wissicke, damit er sich besser drauf einstellen kann im Spiel. Ach man. Ja, na komm, so viel haben wir jetzt ja auch nicht verloren. Doch, unser schönes Auto mit der MG ist weg, bestimmt. Könnt nicht wetten. Sind weit? Sieht gut aus. Bist du in Gruppe? Ich bin dran. Hoffentlich kommen wir mal am gleichen Punkt wieder raus. So. Kürbisfarben wollen wir befreien. Scheiße. Wo sind wir denn hier? Ach ja, das ist ja die Kürbisfarm. So, darüber. Da oben ist ein Hubschrauber. Wo? Oben? Ich hab gerade keine Minimap. Warte, Osten. Ost. Not-Ost. Erstmal egal. Oh, ich höre Bienen. Ganz fiese Scheiße. Pass auf, Digga. Halte deine Steuerungstaste parat. Ich würde da rausgehen. Weg ihn da. Ist sie tot jetzt? Sieht so aus. Das ist so dämlich. Warum haben wir denn den Titan? Weil ich das nicht leiden kann, wenn das die ganze Zeit summt. Aber Becky. Tja. Becky ist Geschichte. Becky wurde erstochen von Bienen. Und alles nur, weil der Hopse das Summen nicht ertragen kann. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin immer allergisch gegen Bienen, was soll ich dir sagen? Und das ist nicht meine Meinung. So. Was machen wir hier? Ich versuche hier mal den aufzutrennen. Nee, geht nicht. Wolltest du nicht auch schon immer mal mit einer Seilrutsche rutschen? Da bin ich jetzt schon mehrfach. Was schießt denn da so? Ich schieße. Ach, bist du das? Jo. Gut, dass du ein Scharfschützengewehr hast. So, okay, warum sind wir hier? Achso, ja. hier war schon was, wa? Hier war eigentlich ein Quest. Aber? Na, ich sehe hier nichts, was wir hier tun können. Na, klick doch mal den Quest an. Hatte ich doch schon. Na denn? Boomer dreht durch. Ich weiß aber nicht. Ray auf der Kürbisfarm. Wir sind doch auf der Kürbisfarm. Ich weiß nicht, wo man hin muss. Ach da, in die Richtung? Nee. Ja? Ach, die Kürbisfarm ist auf der anderen Seite. Oder wie? Oder? Hä? Verstehe ich nicht. So, hast du deine Waffe bereit? Ey, ich bin vollkommen bereit. Okay, pass auf, wir... Was ist denn das? Oh, geil, ein Gewehr mit Periscope.
Ah, so, pass mal auf. Ich hau jetzt einen Köder da unten hin. Mhm. Wo ist er denn, der Köder? Ist das ein Stück Fleisch? Boah. So. Jetzt müsste gleich da irgendein Raubtier kommen. Aha. Und Feuer. Ernsthaft. Wir haben noch erwischt. Warum haben wir das getan? Diese fiese Tierquälerei. Ja, das Geld bringt. Ohne Ende. Das ist alles, weil das Geld bringt. Ja. Du weißt ja nicht mal, wo er hin ist. Hier ist er doch. Guck, dreh dich doch mal einfach um. Der ist bestimmt ersoffen. Ach du Scheiße. Huch, schnell in Deckung. Ist das die Kürbisfarm? Angeln die da? Ach nee. Nee, die schlagen jemanden. Alter, und hier sind ganz viele Leute. Wollen wir da angreifen? Was ist denn das? Ist das irgendein Ziel? Was machst denn du da? Ich weiß nicht, wo die Kürbisfarm ist. Oh, was machst du da? Oder war das unser Troller oder was? Nee, ich warte. Unser Troller ist tot. Du erinnerst dich. Siehst du, waren noch drei? Irgendwas greift mich an. Ein Puma von hinter dir. Nee, ein Hund. Wer war das? Panzerfaust. Von wo? Ja, ich hab keine Ahnung. Bist du tot? Nee. Du? Noch nicht. Aber jetzt. Au. Alle im Leben. Aber hatte ich nicht gestern eigentlich gesagt, wir müssten mal professionell angehen, solche Sachen, und er schießt schon wieder von Hunderten. Ich hab ein Scharfschützengewehr. Ja, aber da kannst du mir wenigstens Bescheid sagen, dass ich vorher in Stellung gehen kann. Nö, ich hab dich in Hocke gehen sehen, das war für mich der Zeichen. Ich hab erstmal mit dem Fernglas den Gegner markiert, Mann. Das hab ich so nicht erkannt. So nee, ne? Nein. Kaufen, verkaufen? Achso. Rote- und Wasserflugzeuge. Nee, da kommen wir später zu, ja? Erstmal. Oh, kostet nur 2500. Also habe ich gerade nicht, aber. Das ist doch krass. Wie, was ist denn das? Nee, weg damit. Das ist ein gezieltes Flugzeug. Warte mal, ich muss mal kurz, wie viele Vorteilspunkte habe ich denn? Oh, 7. Oh, brauche noch einen Punkt, dass ich noch eine extra Knarre nehmen kann. Gut. Haben wir denn jetzt, Nee, wir müssen noch die Kürbisfarmen. Wir müssen Boomer retten. Ja, aber dann markier doch mal die Kürbisfarm. Habe ich schon 5-mal gemacht. Und dann nimm doch mal den Quest an, weil ich habe hier keine Quest aktiv. Aha. Guck mal, ich habe auch ein Periskop. Kuckuck. Mach du mal Zoom. Hast du auch ein Scharfschützengewehr jetzt, oder was? Nö, ist ein normales Gewehr, aber mit Periskop halt. Ja, siehst du.
Heißt das überhaupt Periskop? Nee. Nein, du willst mal. Sind das die, die U-Boot-Dinger? Genau. Naja, dann kommt sie auch selber raus. Genau. Wir tauchen auf. Wir tauchen ab. Wir brauchen ein Auto. Eindeutig. Ich hab doch einen Wegpunkt gesetzt. Warum zeigt der mir nicht an? Wir haben auch keine aktive Quest. Doch. Nein. Voll, alles voll. Ich hab keine Ahnung. Also, Story-Mission. Nee. Nebenmission. Ich hab eigentlich einen Wegpunkt gesetzt. Ich weiß nicht, der zeigt dich an. Das ist verbuggt. Sorry. Lass mich doch mal jemand... Raus aus der Natur? Nee. Bewaffneter Valley-Konvoi. Dann machen wir jetzt den. Kann ich den auch irgendwie anklicken? Warte mal, wir wollten noch zu der Merle Briggs. Oh, das ist kurz. Ich hab gerade an. So, da 130 Meter. Los, komm. Da habe ich den Wegpunkt hin. Ach, das ist der Trainerpark. Dann fahren wir jetzt in den Trainerpark, so. Ich fahre nicht. Bis jetzt laufe ich noch. Oh, oh. Hinterm Wagen. In die Hocke, bitte. Ich markiere erstmal die Ziele. So. Du die Beine links, ich die Beine rechts. Bin noch nicht in Stellung. Und ich bin auch nicht in Stimmung. Wer sind die Bienen links und wer sind die Bienen rechts? Willst du mich jetzt verkackeiern? Wo bist du denn? Links von dir. Na, du musst weiter nach rechts gucken, weil du siehst dann wahrscheinlich nicht alle. Doch, doch, doch. Weiß ich nicht. Na los, du die Bienen links, ich die Bienen rechts, Art. Jo. Na los. 3, 2, 1... Alter, ich hab einen Double-Hit gelandet. Waren das 5? Nö. Knappes Ding. Danke. Bitte. Gott sei Dank, was... Endlich einer, der was drauf hat. Hallo, Deputy. Ja, den hier, komm, den Fukuhila, den nehmen wir mit. Danke, durch der Redneck. Der fällt uns so in den Rücken, hundertprozentig. Diese Drecksäcke lassen mich jeden Tag bereuen, an dem ich sie mit ihren miesen kleinen Plänen durchkomme. Erstmal müssen wir diese Leute beschützen. Karen, hoffentlich hört ihr das auch. Wir müssen das vertrauen. Johns Leute sind durchgedreht. Die schreien irgendwas über Siegel und einen Kollaps. Sie sind im ganzen verdammten Tal und auf dem Weg zu euch. Ihr müsst euch verpissen, okay? Ihr müsst auf der Stelle abhauen. Habt ihr mich verstanden? Du hast geschafft. So, was machst du hier? Ja, ich durchstöber hier die Häuser noch mal kurz. Wenn du ein Safe findest, zeig Bescheid. Ich hab eh gefunden. Haha. Wo ist er? Da. Safe. Haha, Kohle. Money. Gut. Ich brauche Klopapier unbedingt. Gut zu wissen. Ja.
Oh oh. Das wollte ich nicht. Hier steht ein Heli. Achso, ein Gegner. Markieren, markieren. Nee, sind schon down. Oh, oh, ein Heli. Das wird so übel. Oh. Wir werden alle sterben. Es geht los. Kann ich jetzt noch das Fahrzeug verlassen? Ist hier eigentlich, was ist denn hier eigentlich mit unserem Bob? Hast du den jetzt angeheuert eigentlich, oder? Nee, der kann er, ging nicht. Ja, los, fliegen. Scheiße. Ist mir eklig schlecht. ich hab aber, warte mal, was markiert. Wo ist denn hier das Auto? Wo ist Autos? Hat das doch markiert? Kannst du rausschießen? Nö. Nee. Echt nicht? Freie Sekten Außenposten? Machen wir das, oder? Ist das hier eigentlich unser Außenposten? Sieht so aus, wa? Wo bist du denn? Na, hier links von... Kürbisfarm. Ja, das ist... ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das machen wollen. Ja. Achso, wie war jetzt sinken? C? Schieß mal! Ich kann nicht schießen, wir haben keine Waffen! Warum nicht? Ja, dann flieg aber doch nicht so tief, wo die schießen können. Doch, wir müssen unterm Radar fliegen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Sei nicht so ängstlich. Ja, du kannst ja doch schießen. Ach nee, das waren die, ne? Nee, ich kann schon schießen. Ich hab doch gesagt, dann schieß! Ja, ich hab nur meine Pistole, ja, hab ich nicht. Was ist denn das? Oh oh. Eine Villa. Die holen wir uns, wenn wir den Truck geholt haben. Oh oh. Scharfschütze. Was machst du? Ich fliege unterm Radar. Nee, flieg höher. Hier sind Bäume. Ich seh die Bäume. Und Absprung. Ehrlich? Da hinten super. Oh, oh, oh. Ja, Absprung. Die Gegner haben Verstärkung gerufen. Ich hab alles richtig gemacht. Boah, du bist so Bob. Das werden wir niemals schaffen. Klar. Boah, ich bin... Wirklich? Wirklich. Ich komme. Halte aus, klammere dich am Leben. Alter Dicker, ich sag's dir nochmal, wir können hier nicht jeden Posten einnehmen mit wir springen mal rum. Doch! Wir hätten nur wirklich abspringen müssen, da wären die so überrascht gewesen. Ja, genau. Aber dir ist schon klar, wenn die Hilfe holen, schaffen wir das nicht, ne? Glaubt das jetzt nicht? Nee, ich meine, dann ist Missionsziel versagt. Ja, na, wie? Wenn sie die Sirene drücken können. Gar nicht. So, ja? du fliegst übrigens. Ich kann nicht fliegen. Also, ich drück jetzt E, ne? Ich weiß nicht, was du machst. Ich drück E. Hast du einen Fallschirm? Nee. Ich drück E und dann kannst du C drücken. Ich bin raus. Ja. ich hab's doch im Griff. Wo bist du? Bist du tot? Nee, ich bin hier unten. Unter dir. Gut, alles klar. Pass auf, wir machen das anders. Ich lande hier bei unserem Vater Roma. Ist das überhaupt unser? Ich weiß ja nicht, wo wir sind. Wo sind wir denn gestartet? Ja, das ist...
Bestimmung Schnellreise machen, ne? Wollen wir aber nicht. So, komm mal zu mir und reparier mal bitte den Hubschrauber. Mit deinem Schweißbrenner. Wo bist du denn, Alter? Ich bezweifle, dass es funktioniert. Ja, werde ich mir in die Luft jagen, aber hilft. Wo hast du den denn geparkt? Nein, hier bei. Hier. Oh. Der macht schon lustige Geräusche. Ja, weil du rausgesprungen bist und ich zusammen mit dem Hubschrauber gestürzt bin. Der sieht gut aus. Genau da musst du löten. Siehst du? Und so, ja, das Glas hast du wieder an sich schweißt. Du guter, du. Kannst du eigentlich hinten. Kannst du eigentlich hinten einsteigen? Also. Nee, leider. Doch, Tatsache. Und kannst du da mit einem Gewehr schießen oder auch nur mit Pistole? Warte mal kurz. Ey, warte! Nein! Ich sag, warte, da fliegt er los. Kannst du mich mal bitte wiederbeleben? Bist du in den Rotor gefallen? Scherzkeks. Mann, der braucht doch ewig. Wenn man aussteigen drückt, bis der dann ausgestiegen ist, dauert ewig. Da war es halt schon 5 Meter über. So, warte mal. So, habe ich die jetzt hier? Nee, ich kann hinten nur mit Gewehr. Ja. Jetzt können wir. Ich glaube, das war schon mehr ein Schaf irgendwie. Nur Haarschaf. So, willkommen herzlich an Bord. Sie fliegen mit Noob Flyers. Was ist denn da? Da stirbt irgendwer. Hast du das gesehen? Wo denn? Nee. Hilf mal da, den da. Das sind doch alle meine. Das war. Achso. Kann da keinem helfen. Alle gute Leute. Du Airwolf! ja. So, such uns einen sicheren Platz zum Landen. Ja, die sind noch 1400 Meter entfernt. Ja, du musst weiter links. Ja, vielleicht auch nicht. Doch. Wie ich hier über diese Kuppe überhaupt drüber komme? Ja, vielleicht solltest du dann nach oben fliegen. Ja, mach ich ja, aber er fliegt nicht mehr so schnell nach oben wie am Anfang. Joey, kann deine Sprachnachricht nicht abhören. Der geht gerade nicht. Geh auf Puma-Jagd derweil. Mhm. Was raucht denn da hinten? Was raucht da vorne? Hier raucht sie überall. Lauter Raucher. Wollen wir das Ding nicht irgendwo abstellen eigentlich? Den Hubschrauber? Ja, ja, mitten in der Basis. Ich zeig dir, wie ich das meine. Wir werden schon beschossen. Nein. Das kann ja nicht sein. Ist das ein Hubschrauber? Ich weiß nicht. Dreh mal auf jeden Fall um, ich kann nicht nach hinten gucken. Da ist gerade ein Auto aus dem Himmel gefallen. Nicht gesehen, ich sehe nichts. Ja, ich weiß, du schickst mir jetzt Sprachnachrichten, gerade weil ich sie nicht hören kann, aber das ändert nichts. So, ich setze hier vorsorglich zur Landung an. So. Alter, sind ja alle Scharfschützen. Ich dachte, du markierst hier jetzt erstmal wieder.
Na, den Fehler habe ich vorhin auch gemacht und dann war ich tot. Ich weiß gerade nicht, wo noch welche sind. Hier ist auch ein Fernglas. Ich habe auch ein Fernrohr und sehe sie trotzdem nicht. Na, mit dem Fernglas kannst du sie aber markieren. Mit dem Fernrohr auch. Na, aber nur wenn sie. Wenn du sie siehst. Na, siehst du. Kein Alarm! Wo war das so unauffällig hinkommen? Oh mein Gott, was ist hier los? Warum zünden die Autos an? Ich hab keine Ahnung. Und warum lassen sie die Sklaven frei? Bist du fies? Bist du fies? Aber die andere Sache ist die, warum haben die alle gleich an? So, jetzt müssten wir mal gucken, hier wegen Vorteilspunkte. Also ich habe gerade 2 bekommen. Ich kann die Sünde abwaschen. Vorteile. Und habe damit 3. Ich habe immer noch 7. Warum kriegst du jetzt die Vorteilspunkte und ich nicht? Dann musst du so eine Herausforderung abschließen. Also ich habe jetzt hier Scharfschützen-Kill, sei gerade irgendwie abgeschlossen und dafür hätte ich 2 bekommen. Ach so. Seele schrubben müssen. Sehr geil. Hier ist ein neuer Hubschrauber. Hat der Waffen? Du hast schon mal so richtig in die Cornflakes gepisst. Der wird dir alles entgegensetzen, was er zu bieten hat. Pass bloß auf dich auf. Dutch out. Wurde es gezeichnet? Ja. Das heißt, wir sind jetzt. Und das heißt? Da kannst du Schlösser knacken? Komm her. Ich kann keine Schlösser knacken. Ich brauche Hilfe. Irgendwer da? Meistens ist doch der Schlüssel nicht allzu weit weg. Hallo, hier spricht. Verdammt, Junior, nimmt das Ding überhaupt auf? Hat irgendwer den Rest meines Teams gesehen? Ich weiß, dass ich das toll mache. Am meisten steht doch irgendwo ein Hinweis, wo er sein kann. Du brauchst mir nicht zu sagen, wie ich mich schlage. Der Verbleib von ein paar Leuten ist noch unklar. Hallo, Herb Grubbin Senior. Ich bin Veteran. Geschäftsbesitzer, liebevoller Vater, ich liebe meinen und ich will Senator für diesen Staat werden. Hallo? Ich brauche Hilfe. Irgendwer da? Hier bei mir ist ein Typ, der braucht Hilfe. Nach seiner eigenen Meinung. Bin ich froh, dich zu sehen. Junior, nimmt das Ding überhaupt auf? Ja, es ist an. Du machst das echt toll, Papa. Ich weiß, dass ich das toll mache. Hat irgendwer den Rest meines Teams gesehen? Wir müssen die Werkstatt abholen. Ja, Joe, das habe ich gesehen. Das Problem ist, ich kann nicht. Das kann nämlich nur der Hopse machen. Was denn? Na, hier so Quests annehmen und so. Ja. Ich habe jetzt die Nebenquest hier angenommen von dem Typi. Wir sollen seine Kubanen befreien. Dass du Falls End befreit hast. Wir können auch einen Arcade-Mode spielen. Nee. Nee, machen wir auch nicht. Machen wir nochmal. So, jetzt machen wir hier erstmal die Gefangenen. Quest. Na denn. Sind die weit weg? 11 Meter.
Ich habe den wahrscheinlich größten Vorrat an Kondomen hier im Staat. Selbst die ganz harten vergessen das oft. Der Schlüssel muss irgendwo beim Tresen sein. Was zum Teufel ist der? Ich liebe den Geruch von Benzin. Oh, hier ist schon wieder ein Bär. Hab mich der Sache angenommen. Falls du noch was plündern willst. Oh. Digga, ich hab hier ein Problem mit Bären. Wie kann ich die denn jetzt? Ich möchte ja ganz kurz sagen, das war fies. Ohne dich hätten sie uns überrannt. Danke, Freund. Wo bist du? Also ich habe gerade den letzte Geiselwesen befreit. Und hier hinten könnten zwei Fälle liegen. Hier. Warte mal, ich weiß nicht, wo hier ist. Na, da guck mal, wo ich stehe. Und ich. Ja, muss noch mal kurz AFK. Ja. Wen habe ich verpasst? Hast du die Bärenfelder gefunden? Jo. Ich glaube, Joe möchte eine Plattform geboten bekommen. Inwiefern meinst du das? Auf jeden Fall kann keiner von euch beiden fliegen. Das ist auf jeden Fall glasklar. Das überschreit sich total, sorry, aber da krieg ich Kopfauer. Pass auf mich auf! Saß bei dir, dass der Bär da rauskommt. So, David, du hast keinen Bock mehr, oder was? Doch, Joe. Aber Tatsache, werde ich auch heute nicht mehr allzu lange machen, weil ich ja morgen schon um 7 wieder wichtige Termine habe. Was denn jetzt schon wieder? Los, komm jetzt, renn hier ins Auto. Weiter jetzt. Hast du ein geiles Auto für uns? Jo. Golf GTI. Kacke! Steck aus. Ich hab's beschlagnahmt.
zum Teufel hin? Kann man sich ab jetzt um einen Verkaufsstand bewerben? Ja. Gut so. Ich hab die Anime gehört. Ja, die wird schon kommen. Wo müssen wir hin? Links. Ich hab schon wieder keine Wegmarkierung hier. Brauchst du auch nicht, weil 50 Meter halten sie an. Anhalten! Alter! Die Deputy-Jagdsaison ist eröffnet! Alter! Hubschrauber, alles! Womit schießen die auf mich? Huch! So detailliert sind nicht gedacht. Achso, Blitzgeschosse. Ah ja. Alles klar. Haben wir damit verloren? Oder kommt jetzt hier eine tolle Zwischensequenz? Scheinbar nicht. Wir haben damit doch verloren. Nee. Doch. Nein. Kommt mir nicht sehr würdig vor. Das haben wir nicht zu entscheiden. Bring ihn runter zum Wasser. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Okay. Achso, jetzt hier hören wir auf zu denen. Denn nur dann können wir im Lichte Gottes stehen und durch sein Tor gehen ins Paradies. Der da nicht. Er ist nicht rein. Verspottest du die Reinigung, John? Nein, Joseph. Du musst sie lieben, John. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Bring den zu mir. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Du bist hier durch die Gnade Gottes. Du hast ein Geschenk erhalten. Nun bleibt abzuwarten, ob du dich entscheidest, anzunehmen. Oder ob du ablehnst. Er wird die Entzündung erreichen. Oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, John. Ja, Joseph. Du wirst erkennen. Nö. Jede Sünde, die du je begangen hast, egal wie belanglos, egal wie klein, ich entreiße sie dir. Dann sehen wir, ob du die Entsöhnung wert bist. Man mal so ein paar Gebäude. Wenn wir einfach sofort beichten, wird alles gut, oder? Nein. Erst wird es schlimmer. Wieso? Weil eine Beichte ohne Schmerz keine echte Beichte ist. Ihr schreit eure Sünden heraus, dann tragt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Verfluchte Peggys! Hold me, I'm ready.
und zeig kein Erbarmen. Das ist eine geile Bibel. Bleib bei mir. Nach dem ganzen Ärger wollen wir dich nicht wieder verlieren. Ach, guck mal, und schon habe ich alle Waffen wieder. Dein Gott ist bei dir. Er wird dich niemals verlassen oder aufgeben. Ist weiter als Harsha. Die schaffen es nicht zu gucken. Scheiße. Das hast du verdient. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut. So. Ich würde sagen, dann machen wir hier erstmal einen kurzen Cut, bevor es dann beim nächsten Mal weitergeht. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch erstmal einen schönen Restabend. Bis dann. Bye bye.